Das ÖTV-Team hat sich Mitte September erwartungsgemäß im Davis Cup gegen Pakistan durchgesetzt und sich somit ein Ticket für die Qualifikationsrunde im Februar 2023 gesichert. Darüber hinaus können sich auch die Leistungen der österreichischen Sportler über die Sommermonate durchaus sehen lassen. Dominic Thiem kehrt langsam aber sicher zurück zur alter Stärke. Philipp Misolic stand im Kitzbühel-Finale und Julia Grabherr hat sich in den Top 100 der WTA-Rangliste etabliert. Über diese sehr positiven Themen und auch Erscheinungen sprechen wir jetzt mit ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer. Servus. Hallo. Jetzt habe ich schon einige Themen aufgegriffen. Wir starten natürlich mit dem aktuellsten Davis Cup gegen Pakistan, wo man natürlich am Papier schon Favorit war. Wie wichtig war es dir trotzdem, den Fokus hochzuhalten und vor allem die Konzentration in den Spielen noch zu zeigen? Ja, ich glaube, dass es extrem wichtig war, einfach den Spielern auch zu vermitteln, dass man den Gegner nicht unterschätzt. Natürlich weiß man, wenn der Gegner, so wie jetzt Pakistan im Einzel, da hat kein Spieler einen Punkt gehabt. Da ist der Unterschied im Normalfall zu groß. Auf das habe ich auch gehofft oder das weißt du auch. Nichtsdestotrotz musst du die Matches erst gewinnen. Und man hat dann bei dem zweiten Match von Philipp Misolic gesehen, da war der zweite Satz im Tiebreak, dass die halt auch spielen können. Und das Wichtigste war einfach im Endeffekt irgendwie 3 Punkte zu holen. Wir haben es geschafft, in 4 Matches keinen Satz zu verlieren. Da bist du dann als Kapitän auch zufrieden, weil du weißt, die Vorbereitung hat passt, die haben das alle ernst genug genommen und im Endeffekt zählt da eben nur der Sieg. Du hast es bereits angesprochen, Philipp Misolic ist im zweiten Satz in den Tiebreak gegangen, hat sich natürlich auch ein bisschen nervös gefühlt vor diesem ersten Davis Cup Match. Wie hast du auch versucht, ihn ein bisschen runterzuholen und zu sagen, es ist im Prinzip nur ein Tennismatch, wo es um ein bisschen mehr geht? Man muss das vielleicht ein bisschen vorrollen sogar. Er hat jetzt nach Kitzbühel nicht die Erfolge gefeiert, die wir uns alle wahrscheinlich erhofft hätten und ist jetzt nicht mit super viel Selbstvertrauen in diese Davis Cup Woche gekommen. Wir haben unter der Woche viel trainiert, wir haben versucht, Dinge, die halt nicht so funktionieren, zu verbessern. Es war eine für ihn wahrscheinlich durchwachsene Trainingswoche und dann gehst du halt in dein erstes Davis Cup Match nicht mit der breitesten Brust rein. Da hilft es natürlich, wenn ein Gegner da ist, der jetzt nicht ganz so stark ist. Aber er hat das dann gut gelöst und hat vor allem die engen Situationen dann ordentlich gespielt und um das geht es im Tennis. Und super spielen und gewinnen können viele. Wenn die Leistung dann vielleicht nicht ganz so entspricht, wie du dir das selbst vielleicht erhofft hast, dann zählt der Sieg umso mehr. Und deswegen freut es mich auch, dass er sein Debüt da gefeiert hat, dass er das Ganze jetzt einmal hinter sich hat, dass er weiß, wie so eine Davis Cup Woche abläuft. Und das ist für die Zukunft natürlich extrem wichtig. Jetzt hast du auch eine breite Palette an, würde ich sagen, fast gleichwertigen ÖTV-Spielern zur Verfügung. War es da schwierig zu selektieren und dem jedem Spieler die Chance zu geben und andere zu Hause zu lassen? Ich habe mit allen Spielern im Vorfeld natürlich gesprochen und im Endeffekt hat sich da ein bisschen herauskristallisiert. Der Dominik hat gesagt, er will nicht wieder von Hardcourt auf Sand wechseln. Der Dennis ist gestern Papa geworden, der wollte jetzt auch nicht unbedingt noch viel spielen und hat gebeten, eben ein Turnier zu spielen. Dort hat er auch das Finale erreicht, also da ist vieles richtig gemacht worden in der Woche. Beim Ofi war es ähnlich, der sich jetzt an einem kleinen Eingriff in seinem Fuß unterzieht und auch noch Turniere spielen wollte. Und dann hat sich die Mannschaft eigentlich eh von selbst aufgestellt. Mein Bruder ist unter der Woche krank geworden, somit war er dann nicht im Team. Aber du weißt halt auch, und da war es jetzt nicht ganz so schlimm, aus dem Vollen schöpfen zu können. Mit einem Gegner wie Pakistan, da traue ich mir zu, dass man mit vielen österreichischen Spielern das gewonnen hätten. Bevor wir auf diese Qualifikation zu sprechen kommen, die dann im Februar stattfindet, um sich für das Finalturnier im nächsten Jahr qualifizieren zu können, zum Standort Thun vielleicht auch noch ein Wörtchen. Gab es zuerst den Challenger, danach den Davis Cup, hat sich gut behauptet und kann sich langfristig etablieren? Auf alle Fälle. Also der Florian Leitgeb organisiert den Challenger dort. Der macht einen super Job, schon im letzten Jahr bei der Erstauflage. Und heuer hat er noch einen draufgesetzt. Es war einfach tolles Ambiente. Und man sieht eben auch, dass die Leute da dem freiwilligen Helfer einfach mithelfen. Das wird dort angenommen. Thun hat sich ja in den letzten 2 Jahren sicherlich zu einer Tennisstadt entwickelt. Und man muss da vor allem aber auch dem Land Niederösterreich danken, weil ohne die Unterstützung vom Land wird es das alles nicht geben. Und selbst auch die Stadt Thun hat da viel beigetragen. Und was man auch nicht vergessen darf, der Tennisclub Thun selbst gibt ja seine Plätze eigentlich noch am Ende von der Sommersaison für 2 Wochen her.
das ist auch nicht selbstverständlich. Also da haben wirklich alle zusammengeholfen und das hat man eben auch gesehen, dass dort viel Herz dabei ist und da macht es mir dann halt auch Spaß, wenn du dort 2 Wochen verbringst. Sprechen wir vielleicht noch die beiden Doppelpartner an, Alexander Erler und auch Lukas Miedler, der vor eigenem Publikum sozusagen spielen durfte in seiner Heimatstadt. Wie schön war das auch für ihn persönlich, dass er da gewinnen konnte? Ich glaube, es war eine tolle Erfahrung, einfach Davis Cup. Es war auch von beiden der erste Davis Cup mal zu Hause. Sie haben in Korea debütiert. Du merkst natürlich schon, dass da ein bisschen eine Anspannung da ist. Die sind aber mit viel Selbstvertrauen gekommen. Also die haben 2 Challenger-Turniere hintereinander gewonnen, haben über die Woche hin wirklich toll trainiert. Und das hat man dann auch gemerkt. Alex Erler hat fulminant angefangen, der Lukas hat sich dann auch stabilisiert. Und da hat man auch einfach ja, mitbekommen, wie gut sich die auch verstehen. Wenn vielleicht mal 1, 2 Sachen nicht so gut funktionieren, ziehen sich die beide hoch. Und das ist definitiv ein Doppel für die Zukunft. Wunderbar. Knappes halbes Jahr ist jetzt noch Zeit, um sich auf Februar 2023 vorzubereiten. Zielsetzung ist klar, man möchte sich etablieren und fürs Finalturnier qualifizieren. Welche Lehren hast du jetzt aus Südkorea gezogen und wie positiv gestimmt bist du, dass man vielleicht mit einem Dominik-Team diese Hürde schaffen kann? Ja, da hängt sehr viel von der Auslosung ab. Also da gibt es schon einige Kracher. Also wir könnten gegen Spanien spielen, wir könnten gegen Deutschland spielen, in Argentinien. Also da sind schon viele Brocken auch dabei. Definitiv auch machbarere Gegner. Kann man jetzt mit Südkorea schwer vergleichen. Das war eine Ausnahmesituation in der Corona-Bubble. Also ich, ohne Zuschauer, ich glaube, dass das eine ganz andere Situation dann sein wird im Februar. Ja, wie schon gesagt, die Auslosung ist da sehr maßgeblich entscheidend, wie ob wir da als Favorit oder vielleicht ebenbürtig reingehen oder als krassen Außenseiter. Ja, ich glaube, die Auslosung gibt es dann Anfang November, nachdem, glaube ich, das Davis Cup Turnier dieses Jahr abgeschlossen ist. Genau, dann wird man auch sehen, gegen wen Österreich dann antreten wird im Februar 2023. Ich würde ganz gern Filip Misolic nochmal ansprechen. Hat den Höhepunkt im Jahr im Sommer gehabt beim Heimturnier in Kitzbühel. Wie war dieser Erfolgslauf? Wie hast du den von außen wahrgenommen? Ja, ich glaube, dass das entstanden ist einfach. Er hat sich mit einer sehr soliden ersten Runde in das Turnier reingespielt und dann ist sehr viel gut gelaufen. Da haben die Gegner zusammengepasst. Er hat unglaublich tolles Tennis gespielt, einen kühlen Kopf bewahrt in vielen engen Situationen und da hat er ihm einfach bewiesen, wie gut er in einer guten Woche schon ist. Das Interessante oder das Schwierige wird jetzt dann sein, das einfach konstant jede Woche zu bringen. Und das hat man ihm dann eben auch gleich in den folgenden Wochen gesehen, dass das halt noch nicht ganz so funktioniert. Er hat sich dann natürlich, er hat vorher viel durchgespielt, hat sich dann eine Woche oder fast 2 Wochen Urlaub genommen. Da brauchst du dann auch deine Zeit, bis du wieder reinkommst. Das hat nicht so gut funktioniert, das muss man auch sagen. Jetzt in der Davis Cup-Woche ist wieder viel gearbeitet worden. Ist jetzt in dieser Woche in Rumänien beim Challenger im Viertelfinale. Es zeigt sich wieder ein Aufwärtstrend. Aber der Weg in die ersten 100 ist für ihn, das ist nicht nur ein kleiner Schritt, sondern da fehlt noch ein bisschen was. Trotzdem kann man mit dieser Entwicklung im Jahr 2022 zufrieden sein. Höhen und Tiefen gehören wahrscheinlich im jungen Alter irgendwo dazu. Absolut. Ich glaube, dass jeder in dem Team unterschrieben hätte, dass er um die 140 steht im September. Also tolle Leistungen, super Entwicklung. Man darf halt nicht vergessen, dass man halt weiterarbeiten muss. Und das wird ihm in der Vorbereitung blühen. Das wird sicherlich hart werden, weil da hat er definitiv noch Sachen aufzuholen. Und ich glaube, dass sich jeder darauf freut, ihn da auf dem Weg, auch wenn es bei mir nur eine beratende Rolle ist, dass man ihn da unterstützt und dorthin bringt, wo er hin will. Jetzt haben wir uns bereits über Davis Cup und auch die Ausrichtung für 2023 unterhalten. Ich würde ganz gerne auf die aktuellen Leistungen von Dominik Thiem auch zu sprechen kommen. Da haben vor dem Sommer sich viele gedacht, wann kommt er endlich wieder auf Tour? Und jetzt stimmen die Ergebnisse wieder halbwegs überein. Wie zufrieden bist du mit seiner Entwicklung in den letzten 3 Monaten? Ja, ich glaube, dass es einfach ein stetiger Weg in die richtige Richtung war. Also man hat schon gemerkt am Anfang, dass das noch nicht so funktioniert, glaube ich, wie er sich das vorstellt. Er hat viele Probleme auf der Vorhand gehabt, die ihm immer wieder ausgefahren ist, wo halt haarsträubende Fehler dabei waren. Wenn man sich jetzt die Partie diese Woche gegen Richard Gasquet anschaut,
dann geht das schon wieder in eine Richtung, wo er absolut mit den Topspielern mithalten kann. Gegen Hubert Hurkacz hat es noch nicht gereicht, aber man merkt einfach, er verbessert sich, es wird alles wieder ein bisschen selbstverständlicher und ich glaube, dass er Anfang nächsten Jahres da wieder voll dabei ist mit den Allerbesten. Ich glaube, eine Statistik gelesen zu haben, dass er, glaube ich, 426 Tage gebraucht hat von Verletzungsbeginn, bis er wieder mal ein Match auf der ATP-Tour gewinnt. Jetzt könnte man natürlich meinen, nach so einer langen Verletzungspause dauert es einfach länger, um wieder reinzukommen. Aber andere wie ein Rafael Nadal beweist auch immer wieder, wenn er zurückkommt auf die Tour, dann ist mit ihm auch ganz, ganz vorne zu rechnen. Muss man da vielleicht auch sagen, Dominic Thiem hat vielleicht nicht dieses Top-10-Format, um schneller zurückzukommen, oder ist die lange Verletzungspause auch ganz entscheidend dabei? Ich glaube, dass man zwischen Verletzung und Verletzung auch unterscheiden muss. Also der Rafa hat sehr oft Knieprobleme gehabt. Wenn es ins Handgelenk reingeht, das ist für einen Tennisspieler schon so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Und da dauert es einfach wieder, bis du dieses Gefühl bekommst, wenn da mal was abgerissen ist. Und man darf nicht vergessen, Federer, Nadal, Djokovic, das sind alles extreme Ausnahmespieler. Die gibt es halt so schnell wahrscheinlich nicht noch einmal. Und deshalb haben die dann auch ein Niveau, hängt auch vom Spielstil ab. Also da sind viele Faktoren, dass man das nicht ganz so vergleichen kann. Hauptsächlich ist es natürlich der schwerwiegende Grad von dieser Handgelenksverletzung, die ihm da ja einfach Probleme bereitet hat und wo er halt einfach das Vertrauen auch wieder zurückgewinnen muss, dass das so funktioniert wie vorher. Also Dominic Thiem kehrt langsam mal wieder zurück zu alter Form. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Julia Graber, die hat bereits für sich zumindest Historisches geschafft mit dem Einzug in die Top 100 der WTA-Rangliste. Eine lange Durststrecke geht zu Ende. Ich glaube, am 9. Jänner 2015 ist Yvonne Meusburger zum letzten Mal dort aufgetaucht. Ist da auch Durchatmen beim ÖTV angesagt gewesen? Ja, Durchatmen beim ÖTV. Ich freue mich einfach für die Jules, weil sie einfach sehr hart daran arbeitet, die ist super professionell, die macht alles und ordnet diesem Ziel einfach sehr viel unter. Und wenn es dann so aufgeht und du endlich diesen Schritt geschafft hast, da in die ersten 100 einzuziehen, für mich gehört sie spielerisch auf alle Fälle dorthin. Und ich sehe auch jetzt nicht, warum es nicht noch weiter nach vorne gehen sollte. Die hat einfach sehr viel, was für den Gegner unangenehm ist mit ihrer Vorhand, den extremen Spin, den sie da spielen kann. Das kann nicht jede Dame. Und deshalb würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn es da so in die Top 70 auch reingehen wird. Im Vorfeld haben wir uns unterhalten, du hast gemeint, das Damentennis hat sich so ein bisschen verändert innerhalb der letzten Jahre. Wohin ist das Damentennis deiner Meinung nach gegangen? Worauf kommt es an, um wirklich auch kompetitiv vorne mithalten zu können? Ja, man braucht Waffen. Es ist das Niveau einfach extrem gestiegen. Die meisten sind super fit und bewegen sich gut und dann brauchst du einfach eine Waffe, die Julia aber hat. Und von dem her glaube ich einfach, dass das passen wird und sie sich da weiter nach vorne spielen wird und da auch in dem neuen Damen-Tennis unter Anführungszeichen Fuß fasst. Dahinter ist Barbara Haas, die zweite Österreicherin, beziehungsweise es gibt tatsächlich Anwärterinnen, aber gibt es eine zweite, wo du sagst, die könnte sich in den Top 100 in den nächsten Monaten, Jahren etablieren? Definitiv Sinja Kraus, die noch sehr jung ist, die jetzt kurz in die ersten 200 war, jetzt glaube ich steht es ein bisschen draußen, aber die hat sich auch heuer hochgespielt und das ist auch ein Riesenschritt von 15.000 Dollar Turnieren bei den Damen dann in die 60er, also in die 60.000 Dollar beziehungsweise 115.000 Dollar Turniere rein. Den ersten Schritt hat sie jetzt einmal gemacht, sie hat sich auch bei den 60.000 Dollar Turnieren etabliert und ich glaube auch, dass man mit der rechnen kann, dass sich die in die ersten 100 spielt. Also auch beim Damentennis geht es in Österreich nach und nach bergauf. Zum Abschluss wollen wir noch eine Legende in den Mittelpunkt rücken. Auch ein langjähriger Wegbegleiter von dir, Jürgen Roger Federer, wird jetzt beim Lever Cup am Wochenende sein letztes offizielles Spiel mit Rafael Nadal im Doppel gegen Francis Tiafoe und Jack Sock bestreiten. Bevor wir über das sprechen, dein erstes Erlebnis mit Roger Federer, wann kennengelernt? Ah, da waren wir beide 16 Jahre alt. Wir waren in Miami bei der Orange Bowl und unsere Trainer haben sich damals gekannt und so ist irgendwie dann entstanden, dass wir miteinander Doppel spielen dort. Haben dann zwar im Viertelfinale, glaube ich, verloren, aber es war so das erste wirkliche Aufeinandertreffen oder Zusammentreffen eigentlich, weil da sind wir auf derselben Seite vom Platz gestanden. Und sonst, ja, wir haben viele Jahre gemeinsam auf der Tour verbracht, viel miteinander plaudert. Natürlich, wir sprechen beide dieselbe Sprache, das verbindet schon mal. Haben auch einige Jahre im Players Council miteinander verbracht, wo wir uns eingesetzt haben für die Spieler auf der Tour.
waren immer interessante Gespräche und natürlich sieht man das jetzt mit einem sehr weinenden Auge, wenn eine so eine Größe den Schläger an den Nagel hängt und jetzt nicht, weil er jetzt vielleicht will, sondern weil er muss, weil halt der Körper nicht mehr mitspielt und das ist immer schade, wenn man den Zeitpunkt nicht wirklich selber bestimmen kann. Einen Triumph hast du in 5 Duellen auch feiern dürfen, auch sogar ein prestigeträchtiges Duell, würde ich mal behaupten, im Viertelfinale von Monte Carlo 2011 hast du Roger Federer geschlagen, bist dann anschließend gegen David Ferrer ausgeschieden, aber wie wichtig war auch in dieser Phase dieser Sieg für dich, um zu sehen, du kannst gegen Federer bestehen? Ja, enorm wichtig. Ich habe einfach zu dem Zeitpunkt in meiner Karriere einfach gemerkt, ich kann wirklich mit allen mitspielen, ich kann alle schlagen. Und ein Sieg über Federer, das ist immer noch was Besonderes. Und jetzt, vor allem wenn er aufhört, kann ich zumindest sagen, ich habe ihn einmal geschlagen, auch wenn ich ein paar Mal verloren habe. Aber ist auch schön, wenn man das vielleicht in ein paar Jahren seinem Kleinen erzählen kann, dass man gegen den auch gewonnen hat. Du hast dieses weinende Auge angesprochen. Welche Lücke hinterlässt er denn in der Tennislandschaft? Ja, im Moment geht es noch, weil du noch von den Big Four hast zumindest 3, die noch spielen. Jetzt den Murray natürlich von den Erfolgen nicht ganz mehr auf dieser Stufe wie für Djokovic und Nadal. Aber es kommen genügend nach. Also es ist jetzt vor allem mit Carlos Alcaraz jemand da, der da wirklich in die Fußstapfen treten könnte, der mit seinen 19 Jahren extrem weit ist, aktuell die Nummer 1 der Welt, der viele Grand Slam-Turniere gewinnen wird. Ob er auf die Zahlen hinkommt von den großen 3, steht in den Sternen, kann man auch schwer irgendwie prophezeien, weil du nicht weißt, was danach noch nachkommt. Aber das ist definitiv einer, der das Herren-Tennis in den nächsten Jahren anführen wird. Wie lange glaubst du, wird es die Ära rund um Djokovic, Nadal und wie sie alle heißen, die Verbliebenen noch geben? Wird in den nächsten 1-2 Jahren diese Wachablöse erfolgen, dass alle vom Radar verschwinden? Oder glaubst du, wird sich ein Djokovic vielleicht auch dazu zwingen, bis 40 zu spielen? Das weiß ich nicht, für das kenne ich ihn zu wenig. Beim Rafa sehe ich es jetzt nicht, dass er noch 5 Jahre spielt. Also der hat halt körperlich doch einige Probleme, vor allem mit dem Fuß. Muss man schauen, wie lange das hält. Novak, glaube ich, könnte schon länger dabei sein. Der wirkt fit. Da sehe ich schon, dass der noch 3-4 Jahre spielen könnte. Also die Prognose von Jürgen Melzer. Zum Abschluss vielleicht noch, wie sieht der Rest des Jahres jetzt aus im Rahmen des ÖTV? Wird es wieder ein bisschen ruhiger oder kann man erst im November, Dezember ein bisschen die Füße ausstrecken? Ja, das ist eben das Schöne im Tennissport, man kann die Füße nie ausstrecken. Es kommt natürlich jetzt dann Erste Bank Open, dann haben wir noch einen Billie Jean King Cup, wo die Damen gegen Lettland spielen, um den Aufstieg auch wieder, genauso wie der Davis Cup, damit sie dann die Qualifikation, dieses Qualifikationsmatch für die WL, also für dieses Final spielen können. Das ist auch noch ein Highlight. Und dann folgt eine Vorbereitung. Und die ist immer sehr zeitaufreibend, weil du halt einfach viel am Platz stehst mit den Spielern. Und Tennis ist ein ganzjähriger Sport, da gibt es wenig Pausen. Vielleicht noch eine kleine Prognose, was nimmt man sich vielleicht vor, 2 österreichische Männer vielleicht in den Top 100 zu integrieren, weil man doch nah dran ist? Ja, das kann sich auf alle Fälle ausgehen. Der Dennis ist jetzt wieder nah dran, der Juri ist nicht weit weg, Philipp ist nicht weit weg, der Tommy sollte, wenn nicht was passiert, wird sich der wieder dort reinspielen. Also da haben wir schon Möglichkeiten, dass man nicht nur 2, sondern mehrere Leute dorthin bringen. Jürgen, besten Dank für das nette Gespräch. Alles Gute für die nächsten Monate. Und für Sie, liebe Zuseher, heißt es auf jeden Fall dranbleiben auf krone.at. Wie gesagt, Anfang November erfolgt dann auch die Auslosung für den Davis Cup 2023, wo Österreich in der Hauptgruppe bei der Qualifikationsrunde an den Start geht, um sich dann für das Finale auch qualifizieren zu können. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Boom, boom, boom.